Hey Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Last Guardian. Wir haben hier zuletzt das Tor geöffnet und scheinen jetzt in einen Minentrakt oder sowas in der Art zu kommen. Das Tor scheine ich nicht zu öffnen. Okay, dann gehen wir mal da lang. Da wird der gute Trico wohl nicht durchpassen. Und hier ist nichts. Da ist was. Trico, du passt hier nicht durch, ne? Okay, wir sind gerade rausgekommen. Nein, Trico passt da nicht durch. Okay. Wir müssen hier irgendwas auf die Schienen bekommen. Was wir da reinschieben können. Auf das wir klettern können, um da hochzukommen. Große Frage ist nur, wo kriegen wir das her? Sowas hier wäre ganz praktisch. Kannst du hier mal aufmachen? Kannst du hier mal aufmachen? Nein. Scheinbar nicht. Okay, Ist hier irgendwo was, wo wir was auf die Gleise bekommen könnten? Hier habe ich nichts übersehen, nein. Ja. Okay. Kein Plan. Diese Einhöhlung hier, die macht mir halt auch irgendwie... Warum? Also hier sind ja nicht ohne Grund Gleise. Aber die sind hier auch kaputt, das heißt, wir könnten das gar nicht bis hierhin schieben. Hast du eine Idee? Scheinbar nicht. Oh, du kommst schon sehr weit. Du kommst sehr, sehr weit. Reicht das? Um von dir aus da hochzukommen? Yes, das funktioniert. Okay, sehr gut. Danke, Trico. Dann brauchen wir gar keine Gleise oder gar keine Schienenkram. Wo bin ich? Da bin ich. Dann machen wir hier mal auf. Und können über diese Gleise was schieben. Oder ziehen. Aber hier sind auch kein... Sollen wir jetzt wieder ohne Trico gehen und der findet irgendwie allein einen Weg? Ist ja auch eigentlich nichts. Okay. Können wir Trico schrumpfen lassen? Wie soll denn Trico hier durchkommen? Okay, ich habe einen Plan. Vielleicht kann sich Trico hier wirklich so durchquetschen wie durch den anderen Kram.
quetsch dich mal. Auch wenn ich es mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, vielleicht passt es irgendwie. Das wäre der einzige Grund, den ich sehen könnte. Oh Gott, der Trico darf auch keine Platzangst haben. Der einzige Grund, den ich sehen würde, warum man das hier hochziehen kann. Darf ich es nur nicht runterzweilen lassen, bevor Trico dann nicht komplett durch ist. War das richtig? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber hier sind schon einige komische Dinge passiert. Ich weiß, es war eine dumme Idee. Ich habe es auch nur gemacht, weil das Spiel mir keine andere Möglichkeit gegeben hat. Na, dann lassen wir den halt zurück. Tschüss, Trico. Was ist denn das für ein Scheiß? Wir lassen Trico jetzt nicht einfach zurück? Okay, ich wollte gerade sagen, hier müssen jetzt ja Ritter auftauchen. Jetzt wäre da keine Tür. Die unmöglich da alle runterschubsen. Trico! Das hört sich gut an. Gesehen, den sie mich reingeworfen haben? Oder bist du einigermaßen gut davon gekommen? Okay. Nee, das war, glaube ich, einfach nur die Feder, die er an der Seite rausgeragt hat. Okay, dann bist du ja ganz fein davon gekommen, bis auf die ganze Hülle, die auf deinen Kopf geknallt ist. Lass uns mal weiter. Wir sollten gleich endlich bei diesem riesigen Turm ankommen, zu dem wir unbedingt wollten, die ganze Zeit. Ja, dann komm. Ich soll.
das sieht alles andere als stabil aus da vorne. Und da sind dummerweise mal wieder zwei Spiegel. Oh, das war so klar. So ein linearer Holzpfad. Also klar, dass das einbricht. Da vorne kommt Spiegel, bitte überwinde deine Angst. Bitte überwinde deine Angst. Das ist jetzt der beste Moment, um deine Angst vor den Spiegeln zu überwinden, okay? Das bricht einfach gar nicht erst alles ein. Das ist natürlich auch praktisch. Ich beeil mich schon, ich beeil mich schon, ich beeil mich schon. Ich glaube, du musst jetzt deine Angst vor den Spiegeln überwinden, mein Freund. Oder? Nein. Wir kommen noch weiter. So gut. Irgendwie nach oben kommen. Vielleicht geht's hier. So. Und so. Und darüber. Zähl dich nicht, mein kleiner Freund. Es gibt nur einen Weg. Okay, dieser Turm scheint aus einem ganz anderen Material gemacht zu sein als alle anderen bis jetzt. Also dieses Material hier ist komplett neu. Das haben wir so noch nie gesehen. Doch, das haben wir ein einziges Mal gesehen, oder? Haben wir das nicht an der Stelle gesehen, wo wir damals den Spiegel bekommen haben? Der da aus irgendeinem unerfindlichen Grund lag, man das, keine Ahnung, ein paar Meter benutzen durfte und er dann wieder weggenommen wurde? Und immer wenn einem das Spiel was erklärt, was man machen kann, dann muss man es auch nutzen. Immer wenn es erklärt hat, dass man tauchen kann, musste man tauchen. Und immer wenn es erklärt hat, dass man, wie man sich irgendwo dranhängt, musste man sich auch irgendwo dranhängen. Das ist auf jeden Fall eine Konstante, die man hier über das komplette Spiel einberechnen kann. Also... Und Sprung Nummer 1. Und Sprung Nummer 2. Und der dritte. Und der vierte habe ich verkackt. Ich dachte, der krabbelt noch ein Stück und steht dann erst wieder auf. Och nö. Och nö, oh Gott, hättest du mir wenigstens den Speicherpunkt vor den Sprüngen machen können und doch nicht vor dem Scheiß hier schon. Das ist jetzt ja echt, oh Gott, wir werden das hier... Stellt euch darauf ein, dass wir diese Stelle hier leider so 20 Mal sehen werden. Weil das alles leider etwas ungenauer ist, als ich das gerne hätte. Beziehungsweise es ist nicht ungenauer, aber die Bewegung des Jungen... sind teilweise etwas unberechenbar, weil er, wie gesagt, wenn er so gestolpert ist oder sonst irgendwas, dann kann man immer sehr schlecht einberechnen, wie lange rennt er jetzt noch vorwärts, bis er dann überhaupt auf die Sprungtaste reagiert und wann... Naja, wann halt nicht. Ich wollte halt nicht zu spät springen drücken, aber dann keinen Schwung mehr gehabt hätten, wenn er erstmal an der Kante zum Stehen geblieben ist. Man darf nicht erst ganz an der Kante zum Springen drücken, sondern muss immer schon vorher springen drücken. Weil er ansonsten abbremst und dann das Tempo nicht mehr hat.
was er für die Sprünge benötigt. Okay, und der nächste. Also muss immer ein ganz klein bisschen vor der Kante drücken. Und wie gesagt, deswegen wollte ich eben nicht zu spät drücken und habe deswegen zu früh gedrückt. Naja. Aber es ging dann doch ganz gut. Aber es ist ja noch nicht vorbei. Ach du Scheiße. Das passiert, wenn man erst an der Kante drückt. Hatten wir da jetzt wenigstens einen Speicherpunkt? Das war eine etwas größere Fläche. Nein. Wie gesagt, stellt euch darauf an, dass wir diese Stelle hier 20 Mal sehen werden. Weil wenn man eine Millisekunde zu spät drückt, dann schafft man den Sprung nicht mehr. Aber wenn man eine Sekunde zu früh drückt, dann schafft man den Sprung auch nicht mehr. Und manchmal hält er sich einfach nicht fest. Manchmal springt er irgendwo im Kopf gegen. Manchmal, also die Figuren in diesem Spiel haben so ein bisschen so ein Eigenleben, was dem Spiel ein bisschen, naja, vor allem bei Trikot, ja, so einen gewissen eigenen Faktor bietet. Und auch sehr viel zur Atmosphäre beiträgt, aber unfassbar frustrierend im Gameplay ist. Also das Spiel ist, wie man das wahrscheinlich auch von Team Ico kennt, wie gesagt, ich kenne Shadow of the Colossus nicht. Aber soweit wie ich das bislang gehört habe und soweit wie ich dieses Spiel hier einschätzen kann, ist das Spiel an sich mit dem Gesamtkonstrukt eher eine Art Kunstwerk als ein wirkliches Spiel, weil, wie gesagt, ich kenne Shadow of the Colossus nicht, ich glaube, dass es da auch tatsächlich richtige Kämpfe gibt. Dementsprechend wird es wahrscheinlich schon etwas actiongeladener sein als das hier. Aber es ist als Spiel nicht wirklich zu empfehlen, als Erfahrung aber schon. Es dauert halt immer unfassbar ewig, wenn man wartet, bis der Typ sich extra erstmal an die Kante hängt, weil dann muss man auch erstmal ein paar Mal die X-Taste drücken, bis er das tatsächlich macht. Dann muss man noch ein paar Mal die X-Taste drücken, bis er endlich loslässt. Dann fällt er da immer erst so auf die Knie, setzt sich erstmal wieder hin, dauert dann wieder einen Moment, bis er zum Stehen kommt, wenn man da direkt runterjumpt, wie wir das beim letzten Versuch auch gemacht haben. Dann spart man sich den ganzen Scheiß und deswegen wollte ich das jetzt wieder machen, aber leider hat er sich wohl gedacht, macht man das lieber nicht. Das waren 3. Ich habe 20 angekündigt. Ich hoffe natürlich, dass ich drunter liege. Aber ich gehe halt vom Schlimmsten aus. Das ist sogar schon 4, ne? Schon das 4. Mal, das wir machen, weil wir einmal den Sprung am Anfang schon verkackt haben, weil der Kopf gegen die Kante geknallt ist. Aber ich denke mal, das könnte auch bedeuten, dass wir uns langsam dem Ende nähern, oder? Oh, danke, dass du dich nochmal festgehalten hast. Ich habe nach rechts gedrückt, aber manchmal schwenkt die Kamera, so wie jetzt gerade eben, einfach automatisch in eine Kurve. Und der läuft halt nicht mehr dahin, wo ich drücke, sondern dahin, wo die Kamera jetzt geschwenkt hat. Drück halt nach rechts, weil ich die Kamera so gedreht habe, dass nach rechts halt auch nach rechts ist. Und dann dreht die Kamera einfach von alleine so eine kleine Runde. Und plötzlich ist rechts halt nicht mehr rechts. Okay. Das war jetzt wirklich im perfekten Moment. Wie soll das denn? Oh Gott. Also die haben sonst alle 5 Meter einen Checkpoint in diesem Spiel. Die haben alle 5 Meter einen Checkpoint in diesem Spiel. Nur an der Stelle, wo ich sie wirklich brauche, genau an den Stellen, wo ich wirklich gerne einen Checkpoint hätte, da gibt es nie einen. Ah, jetzt ich habe nach rechts gedrückt aber und ich nach oben. Keine Ahnung, warum du jetzt kletterst, aber okay. Wie gesagt, das Spiel hat nicht das beste Gameplay. Das Spiel hat coole Atmosphäre. Ein unvergleichliches Verhältnis von Trikot zu uns, ein unfassbar die beste Tier-KI, die ich so jemals gesehen habe, weil er auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat und nicht immer unbedingt das tut, was er tun soll und auch immer mal so ein bisschen eigene Sachen macht.
dadurch auch so ein bisschen halt so eine... hat halt was ins Spiel gebracht, was halt sonst kein anderes Spiel bislang bieten konnte für mich. Zumindest keins, was ich kenne. Aber gleichzeitig... Ach, jetzt hältst du dich da gar nicht... Ach, ist ja auch egal. Beschwer mich nicht. Aber gleichzeitig hat es halt dafür unfassbare Schwächen im Gameplay teilweise, weil es wirklich... Weil eben Trikot nicht immer das macht, was man will. Und man eigentlich schon längst... Man hat dann den Weg gefunden, den man gehen will. Und dann muss man halt erstmal darauf warten, bis Trikot das dann auch machen will. Und wie gesagt hier, man darf bei den Kanten nicht zu früh springen drücken, weil dann schafft das nicht. Man darf es nicht zu spät drücken, weil dann verliert der Tempo. Selbst wenn man im richtigen Moment drückt, macht das manchmal irgendwie nicht und manchmal schon. Jetzt ist er viel weiter gesprungen als eben, obwohl ich meiner Meinung nach im genau selben Moment gedrückt habe. Und wenn man halt weiß, dass man seine Stärken eher in der Charakterentwicklung und in der Atmosphäre hat, dann weiß ich nicht, warum man dann solche schweren, also schwere in Anführungszeichen, solche langen Sprung- und Technikpassagen hier einbauen muss. Wenn eben das Gameplay solche Schwächen hat, das ist dann halt ein bisschen sehr nervig. Also ich finde es natürlich sehr, sehr cool. Ich mag diese Sachen, wenn man halt mal nicht auf Trikot angewiesen ist, sondern selber hier solche Abenteuer erlebt, aber dann eben genau bei diesen Sprungmechaniken merkt man dann eben jedes Mal wieder, dass das Gameplay eben nicht wirklich gut ausgereift ist und eben da wirklich krasse Schwächen bestehen. Okay. Keine Ahnung, links oder rechts? Ich gehe mal links. Weil rechts so offensichtlich wirkte, ist, glaube ich, egal gewesen, ja. Ja, das Ding hier ist komplett anderes Material als alles, was wir bislang hatten. Und das hier sieht fast so aus, als wenn wir hier unseren Spiegel wieder bräuchten, oder? Das Ding hat genau dasselbe Symbol wie das, was der Spiegel geworfen hat. Vielleicht können wir mit den Blitzen dann auch die Spiegel zerstören. Eigentlich wollte ich doch nur die Spiegel entfernen, die Trikot den Weg geblockiert haben. Und im Endeffekt bin ich irgendwo hier am Arsch der Welt gelandet. Oh oh. Eine von den Rittertüren. Das heißt, sie sind Ritter, definitiv. Da ist noch eine Rittertür, da ist noch eine Rittertür. Okay, ich habe das Gefühl. Als wenn wir hier wirklich im Hauptquartier wären. Sind wir im Finale des Spiels? Schneller. Oh nein, ich glaube, wir werden jetzt sterben. Also ich glaube, wir werden jetzt erstmals entführt werden müssen. Weil wir können nichts dagegen tun. Es sind zu viele. Wir können die Tasten nicht schnell genug drücken, um alles hier loszuwerden. Und Trikot kann uns auch nicht helfen wegen den Spiegeln. Also entweder Trikot überwindet jetzt seine Angst vor den Spiegeln... Oder es ist alles aus, aber wir scheinen hier wirklich im Hauptquartier des Bösen zu sein. Trikot, überwinde deine Angst! Jetzt oder nie! Jawoll! Danke, Trikot. Schnell, spring nach vorne, Trikot. Spring nach vorne. Wir sind doch da. Nein. So nah und doch so weit entfernt. Oder was? Ich fass es nicht. Landen wir nicht wieder irgendwo wischen. Oh mein Gott. Deine Flügel funktionieren wieder.
beeil mich. Okay, warte, erstmal Speer entfernen. Die Typen da hatten keine Speere, also die haben sich vorhin doch nicht versehen. Du hattest wirklich noch einen Speer in dir stecken. Ich beeil mich doch. Okay. Das schaffen wir. Geh doch da hoch! Wir waren doch schon da! Wir waren an unserem Ziel! Oh, Trico, jetzt! Schwanz? Na, oder so. Ja, ist ja gut. Hallo, Kamera? Das ist jetzt ganz ungünstig. Nicht nur Trico und unser Hauptcharakter haben so ein bisschen ihr Eigenleben, sondern die Kamera dummerweise auch. Sie sehen sich auch manchmal. Okay, jetzt schalte ich einfach mal komplett um. Wo bist du jetzt hingekrabbelt? Ich habe die ganze Zeit nur geradeaus nach oben gedrückt. Schwingt die Kamera wieder automatisch rum. Meine Fresse! Wackel doch nicht so mit dem Kopf. Oh Gott. Trico. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Trico hat uns runtergestoßen. Trico, du hast uns erst gerettet, um uns dann zu töten. Okay, aber gut, dass hier ein Speicherpunkt war. Kurz bevor Trico uns in den Tod gestoßen hat, war wohl ein Speicherpunkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du es diesmal schaffst, weil wir kommen jetzt, würden jetzt nicht mehr zurückkommen. Ah doch, du schaffst es, aber du machst genug kaputt, dass wir zurückkommen? Oder wir kommen einfach gar nicht zurück. Doch, wir kommen zurück. Alles klar, ich komme. Okay. Unsere Kleidung hat eigentlich genug ausgehalten. Atisakyak yetu ninaf atrikono. Agiane hetiro yo. Agatu ian. Ihetu nezuna. Könnten wir von hier fliegen, ja? Otiana lisoma kyura le letu arake. Das heißt, warum entspannt ihr euch nicht einfach irgendwo? Warum setzt ihr euch nicht einfach hin? Trico hat jetzt in, keine Ahnung, in 10 Stunden hat Trico es geschafft, seine Flüge von geht gar nicht mehr auf, ich kann schon ein Stück fliegen, wieder geheilt. Wir setzen uns jetzt einfach hin und machen nichts und warten ab, bis die Flügel wieder komplett heil sind und dann hauen wir hier ab. Was hältst du davon? So, wir waren quasi fast ganz oben auf dem Turm. Und müssten jetzt leider zum nächsten Turm fliehen, von dem wir den jetzt nach ganz unten gehen. Das ist natürlich total logisch. Würde ich genauso machen. Okay, die Wand da sieht so aus, als wenn Trico die kaputt machen könnte. Kannst du eigentlich drunter durchkriechen? Ja, kannst du drunter durchkriechen. Dann halt mal wieder nicht.
Die sieht irgendwie zerstörbar aus. Und hier ist Ende. Das heißt, irgendwas haben wir verpasst. Oder Trigger kann das hier kaputt machen. Aber der Trigger hier wohl nicht hinkommen will, das wird die Option wohl auch sein. Der Part ist jetzt eh vorbei. Ich dachte, wir wären jetzt vielleicht langsam beim Ziel, aber irgendwie nicht. Können wir denn noch weiter nach oben? Das wäre, wie gesagt, eigentlich sinnvoller, als nach unten zu gehen. Aus meinen Augen her. Weil wenn Trico schon ein Stück fliegen könnte, könnte er das ja rein theoretisch gleich nochmal. Und ja, dann wären wir wieder drüben am Turm. So, wir können weiter nach oben. Und wenn es hier jetzt auch nichts gibt, dann werde ich gleich offscreen einmal den Turm erkunden und schauen, wo es hier noch lang gehen könnte. Okay, das ist... Das hier war der optionale Weg wegen Fressen. Das heißt, der andere müsste der richtige sein. Da unten waren wir schon mal, oder? Also entweder waren wir da schon mal, oder das kommt mir wieder sehr bekannt vor. Rico, gib Fresschen. Aber hier kannst du leider auch nicht hin. Das heißt, wir können eh nur auf den mittleren Etagen was machen. Weil Rico keine Etagen wechseln kann. Dementsprechend müssen wir einen von den beiden Wegen da nehmen. Und ja, ich sag dann mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir tragen dieses Fass hier noch sehr, sehr langsam zu Trico. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Guten Tag, mein Freund. Ich hab mal was. Würden Sie mich vorbeilassen? Also schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.